eingebaut haben in den Online-Modus, umso schlimmer wurde das mit den Ladezeiten. Umso wer was? Mit den Ladezeiten. Umso mehr Kram die eingebaut haben in den Online-Modus, umso schlimmer wurden auch die Ladezeiten mit der Zeit. Achso. Weil irgendwann war ja die Map auch einfach überladen mit irgendwelchen Symbolen und alles. Gesundheit! Mensch, mein Iwöhnchen. Igitt. Es konnte keine Kompatibilität gefunden werden. Wollt ihr mich verarschen? Oder so, das hilft dir nicht. Ich warte. Ah, es geht ja sofort los. Na, ich komme nicht mal auf euren Server. Gerade. Brauchst ja nicht, was da eine Signalladung rein ist, drin ist. Ach so. Ja, ich kann Markus jetzt gleich hier ein. Ja, genau, ich bin sofort da. Und das Laufen durch das Casino dauert immer so ewig. Oh, nee. Wenn ich angenommen habe, gehe ich erstmal auf Toilette. Was fehlgeschlagen? Ach, ihr seid schon eingeladen, gut. Hm. Ich bin auf Toilette. Hm. Jo. So. Naja. Morgen jetzt mal zum Arzt fahren, morgen früh. Scheiß Schnelltest machen. Weil ich hatte nämlich Kontakt zu Leuten, die positiv sind. Beziehungsweise wo die Tochter positiv ist, nämlich bei unseren Nachbarn. Das heißt, ich darf jetzt mal testen, ob ich auch was hab. So. Bin wieder da, aber ohne BH. Ja. Na dann, let's go. Groß reinmachen heißt die Mission. Aha. Den Sicherheitschef des Casinos dabei, mit ein paar Randalierern fertig zu werden. Das sind ja irgendwelche Leute, die ausrasten müssen. Normalerweise sind immer wir, dass die mal Action machen. Frühlingsputz, so ein Mut. Warum setzt er sich einfach? Scheiße. Ja, das sind immer die faulen Leute, die müssen sitzen. Die alten Knacker. Sieht ganz harmlos aus, aber hier Enrico schön mit dem, ja, dem Nachtsichtgerät. So, der Stormtrooper mit dem Special Forces Outfit. Ich bin der Sicherheits Abteilung für innere Angelegenheiten. Du brauchst dringend mal ein anderes Outfit. Vor allem, du stehst mit der Brille direkt hinter Yvonne. Das sieht auch irgendwie schräg aus, wenn du es ganz genau betrachten wolltest. Ja. Der Röntgenblick. Ich will auch das andere sehen. Der Röntgenblick. Richtig. Ich bin Doktor. So. Na, jetzt ist es weg, siehst du? So viel sehe ich viel besser aus. Stell mir gerade vor, wie so eine Frau zum Doktor geht und der hat so eine Brille auf. Ich Hä? Haben die doch dein Bein?
Bei den Brillen-OP, Augen-OPs haben die sowas. Das sieht voll komisch aus. Da guckt er dann so in dich rein. Machen so Sie mal die Beine breit. Ich muss mal kurz nachschauen, ob noch alles okay ist. Und dann so eine Brille auf die Fresse. Ja, weißt du, ja, was sagt der Gynäkologe zu Yvonne? Ich schau mal rein, ne? Achtung, 60 Zoom. Darf ich die Waffen? Na, schade, dürfen keine Waffen nehmen. Komm her, mein Freund. Schöne Kneipenschlägerei. Der hat keine Chance gehabt zu dritt. Schalte die Hinterwälder bewusstlos. Schön auf dem Auto. Ja, nee. So viel zu dem, man kann das Auto nicht klauen. Wow. Oh nein. Oh nein, Freunde. Motorräder. Lass mich gerade, wir klauen die Bikes. Ich glaube, es ist denen egal. Hauptsache, die kriegen erstmal Hilfe. Die kriegen das Auto. Oder so. Oh, Alter! In dem Moment biegst du links ab. Junge! Scheiße. Weil ich auf die Straße wollte. Wir werden verfolgt. Zu welchem Auto müssen wir? Der blaue Punkt. Den blauen Punkt? Ja, sag ich doch. Ich bin hier gerade alle in dem roten Tank. Aber ich... Ist das ein Motorrad, was man schon kaufen kann? Ja, das ist die Drag, okay. Hau doch mal mit dem scheiß NPC! Ach du Scheiße! Was hat das, Alter? Ah! Bitte nicht cheesen! Ich bin gut. Au. Nicht das Auto komplett zerstören, ne? Ja, den P2P2P, Fahrer, ja. Ja, super. Ich sag's grad eben noch, nicht das Auto komplett zerstören. Ich war gerade so knapp davor zu sterben. Wer hat das mit den scheiß Granaten rausgehauen? Ihr habt mein Leben gerettet, dankeschön. Ein Schuss hätte gefehlt, ich wäre tot. Na, der wäre weg gewesen normalerweise. Der wird dann zwar so verschossen, erstmal nur auf die Reifen schießen und dann gucken wir mal, dass er irgendwie gestoppt bekommen muss. Fahrer. Du musst auf den Fahrer zielen. Ja. Von der Seite auf den Fahrer zielen. Nicht von hinten einfach draufballern, wie blöde. Natürlich explodiert er irgendwann. Ach was, das geht doch einiges aus. Oh, so einen fetten Bürger hätte ich so gern. Ja, erst. Hier, wir schmeißen erstmal das Motorrad hier um. Ja, sorry. Wo ist jetzt meine Maske hin? Ach, Mann. Brauchst du nicht. Oh, ey, da lande ich natürlich direkt vor so einem NPC-Auto. Ist ja klar. What the fuck? Alter, ich bin von da oben runtergefallen. Was passiert erstmal? Man legt sich auf die Fresse. Ja, du kannst nicht von ganz oben runterspringen. Da fliegst du vom Motorrad. Das ist so. Normalerweise ist das kein Problem. Also, ich bin durchgefahren. Oh, da werden die in den Verkehr auf. Och, Leute. Irgendwer rastet dann nämlich hier direkt wieder übelst aus. Ich bin auch fast tot, ey. Ich auch. Ja, weil sie da alle gleichzeitig gekommen sind. Da war übelst ein Verkehrsstau und da hat es keine Chance gehabt. Alle kommen gleichzeitig. Alter, da kann ich auch nicht entscheiden. Fahren stehen. Junge, ey, was ist denn mit dem scheiß Motorrad? Los! Au, hört doch mal auf. Lol. An die Wand gedrückt, ich kann nicht absteigen, ich werde erschossen. Mein Lieber, kein Leben. Das Auto zerstört. Keine Leben mehr, okay? Kein Leben mehr. Wir sind keiner hat gestorben. Das Auto zerstört, nur der fährt irgendwann in ein Gebiet, wo Gegner sind. Klar, den müssen wir natürlich vorher abfangen. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, du musst bis zu dem Gebiet kommen. Hab ich nicht. Da fährt er erst langsamer. Wir haben keinen. Ja. Wir können nicht mit einem gepanzerten Auto fahren? Zur Not? Das wäre vielleicht die Idee, dass wir nicht ein Motorrad stehen lassen mit dem Auto hinterher. Am gepanzerten. Ich werde dann steht da, du setzt dich wieder aufs Bike oder sowas, kommt dann bestimmt. Keine Ahnung. Eigentlich nicht, nee, glaube ich. Oder?
Sie sitzt aber Markus mal wieder auf dem Bike. Du bist in mir drin. Falsch rum, Leute, falsch rum! Ich kann auch nicht absteigen, ist gerade voll verpackt hier. Jetzt. Ja, ist klar. Das ist auch gut. Boah, Alter. Ja. Boah, Alter. Ja, mit der Geschwindigkeit, wenn der einer direkt einen NPC abpickt, hast du gar keine Chance, irgendwie auszuweichen. Och, Alter, geh mir nicht auf den Nüsse, weißt du, da muss man natürlich stehen bleiben. Wie kommt der denn jetzt in mich rein? Also ich habe schon mal richtig schön fett Schaden gemacht zwischendurch. Ich habe gar keine Chance, oh! Der scheiß NPCs, die rasten gerade so aus, weil die wegen dem scheiß Verkehr, und die scheiß Schüssen und da stirbst du natürlich direkt. Warte mal, mal anders. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall bei den Typen da mit dem Boden. Ich guck mal, dass ich einen Kuruma reingefordert bekomme. Natürlich nicht. Ah, scheiße. Das war's. Hä? Lol. Ich hab ihn gekillt und er tötet mich gleichzeitig. Ich kann keinen anfordern, ne? Ne, du kannst kein Auto anfordern im Moment. Ich wollte es gerade machen, weil ich da ein bisschen was aushalte. Dachte mir, ja, du machst es schon, ne? Aber irgendwie wollte er das nicht. Also das ist schon nicht ganz ganz so einfach, die Mission gerade. Du musst eigentlich versuchen, das Auto vorher abzufangen. Ja, ich war gut. Ich hatte es fast geschafft, aber dann kam die NPC und hat mich einfach zur Seite gefahren. Ja, weil du ein Stück weit weg bist mittlerweile. Ja, die NPCs, die rasten übelst aus. Bei mir ist gerade auch einer blind einfach komplett über die Kreuzung gezogen, quer. Und dann hab ich schon wegrasiert. Und schon wieder ist die Wolle mir drin gepackt, ey. Lol, bei mir stehst du einfach neben mir. Jetzt. Lol. Ich sag doch, das geht nicht von ganz oben mit voller Geschwindigkeit. Vorher ging's. Ich bin nur falsch abgekommen. Nee, ich bin ja auch abgestürzt jetzt gerade. Okay, die letzten zwei Mal bin ich exakt gut gelandet und ja, ich hab's auch geschafft direkt bei mir jetzt. Hau doch, oh Mann! Du mit deinem scheiß Jeep, Alter, geh mir nicht auf den Sack, du Affe, ey! Man muss natürlich, während die Feinde. Alter, hau doch ab! Hold up! Ja, nee, aber wie gesagt, von ganz rechts nach ganz links, ohne zu bremsen, rüber zu ziehen. Hauptsache, man muss den irgendwie weg. Der nächste Lackaffe, Alter. Lass mich in Ruhe, ey. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen angepisst. Das nervt mich. Oh, Alter. Du kannst du nicht mehr aus dem Auto schießen, ey. Ich sag doch, das geht nicht. Das ist programmiert, dass du den. So, jetzt. Ja, you hit me, du schieß mich an, du Lackaffe. Wenn du so gut bist. Keine Ahnung, wo man hier blutig bei ist. Da, wo der weiße Punkt ist. Du hast keine Chance, du wirst mir direkt instant von meinem Headshot von dem Bike geschossen. Ich habe gerade eine gute Position gefunden, wo ich denke, ich könnte was machen. Also 3-4 Autos habe ich echt weggenommen. Also ich will gerade versuchen, mal aufs Dach zu gehen, um da von oben ein bisschen zu randalieren. Ich habe eine Position gefunden. Oh, ey, wenn du so eine Kacke störst, weil die dann übelst ausrasten, die Idioten. Ey. Aber wirklich, einfach quer über die Straße, egal, da kommt ein Motorrad, das hauen wir weg. Alles umgeschossen, alles wird umgeschossen. Das wird nicht so, ich wurde nicht umgeschossen, ich wurde einfach weggerammt die ganze Zeit, weil die NPCs übelst ausrasten. Das erinnert mich an ein Spiel, mit diesen, wo du so einen Tisch hast und den ganzen Ball rumschießen musst da. Oh, er klaut mir einfach mein Spike. Egal.
jetzt klappt es. Oh mein Gott! Oh, Alter! Du hast jetzt eine neue Lackierung, Monsieur. Boah, Alter. Alter, wie weit können die denn schießen? Mann, ey! Ich war fast dran und dann wieder einer, der abbiegen muss hier. Mann. Ja, ja, teilweise achten die gar nicht drauf. Die rasten einfach aus und biegen so blind weg. Nee, auch aus dem Nichts. Ja, ja, ohne zu blinken. Kam ein weißer Wagen aus dem Nichts, ist einfach nach rechts gezogen. Obwohl er gar nicht nach rechts biegen konnte, weil die Straße eigentlich dafür gar nicht zugelassen ist. Ja, das ist klar! Das ist nicht wahr, Alter. Du stehst schon in dem Gebiet drin. Bam, 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 bam. Wow. Also das ist irre teilweise echt. Oh, man regt sich wieder. Ja, das belastet uns gerade so ein bisschen. Oder eher mich. Jemand würde rennen jetzt schon wieder das. Probieren Sie jetzt noch einmal, ansonsten stelle ich dann mal auf eine leichtere Dings. Ja, ja. Wer da eigentlich? Wählen Sie dich? Wählen Sie dich, hier sind Sie nicht. Die Bonn ist gut zu vögeln. Die Bündchen vögelt ständig. Ha, die ist gut zu vögeln. Die vögelt immer so laut. Ja. Die hat einen Vogel, ja. Boah, der war auch knapp gerade, der Typ. Ich dachte mir, der fährt schön in den. Der ist nicht zu treffen, Alter. Geht nicht. Jetzt bin ich hier komplett mit dem PC wieder den typischen Fahrzeugfeld mit Backstein und Armwald. Nee, du kannst hier nicht rausschießen, es geht nicht. Das ist unmöglich. Also probiert's dann in Zukunft gar nicht erst mehr, das geht nicht. Du kannst den da nicht rausschießen. Ich hab's gerade probiert, ich hab den ein paar Mal voll drauf gehabt. Da kommt nicht mal ein Hitmarker, nichts. Okay. Wo schießen die denn wieder auf einen? So, jetzt habe ich zumindest mal da ein bisschen Ruhe. Yes. Oh. Es lief gut. Wir hatten die ersten paar Wagen weg und die ersten Leute. Ich wollte ihm schön von der anderen Seite rein. Ich war oben auf dem Dach. Ja, wir müssen den echt. Da müssen wir echt verfolgen. Willst du nochmal freien Modus oder was? Nee, vollfahren, ne? Ja, ich will nochmal anderen Dings einstellen, nicht auf schwer. Wir sind so doof für schwer. Diesmal ja. Man muss es sich auch mal eingestehen. Ich bin nicht kritisch. Das ist eine Mission. Es lief so gut. Von der einen Seite, wo der rein ist, habe ich durch die 2-3 Leute weggehabt und die 3 Autos weggehabt und weiter schön jetzt gerade durchgehen und dann Mission ist fehlt. Ja, weil du auch immer irgendwo hingehst
Und auf einmal spawnen aus dem Nichts drei Leute. Das ist immer sehr geil. Ja, das hat ja, wie gesagt, das hätte man, ja, ist halt passiert, ist halt GTA-Logik, klar, die spawnen dann einfach, oh, du bist neben dir, pum, 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 gut, schon fährt der Headshot tot.